Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Next Space Rebels. Ja, wir wurden ja in den letzten Folgen von StarTube verstoßen, sind jetzt bei den Next Space Rebels im Internet-Video-Verein da drin und sollen jetzt mit Rayson reden wegen neuen Raketentechniken. Hallo, Reddick hat mir von seinen Plänen für den Powerset erzählt und mich gebeten, dich wegen Trägerraketen anzuhauen. Schau mal, was er sagt. Hallöchen. Ah, das stimmt. Der Powersat nimmt langsam vorn an, aber wir brauchen eine beachtliche Höhe, um ihn loszuschicken. Deswegen fragen wir dich. Ne? Du hast uns ja die geilen Sachen schon gegeben. Nun, es gibt drei Hauptkomponenten, die deine Rakete dafür braucht. So zumindest meine Theorie. Ist nicht so, als hätte ich schon selber eine gebaut. Und die sind... Ui, jetzt schreibt auch viel. Geht viel zu schnell. Du musst deinen Treibstoff mit Sauerstoff kombinieren, wie in echt, um die Rakete den nötigen Schub zu verleihen. Du brauchst eine oder mehrere Entkoppler. Damit kannst du leere Treibstofftanks abwerfen, um die Masse deiner Rakete zu optimieren. Das kennen wir ja bereits aus Kerbal Space Program, da läuft es ja ungefähr gleich auf. Und du brauchst ein Drehgelenk in deiner Konstruktion, damit du deine Rakete steuern kannst. Ja, das ist richtig. Warum muss ich meine Rakete steuern? Sie soll doch nur nach oben, oder? Da hat jemand nichts von Gravitation und allem gehört. Lass mich dir einen wichtigen Aspekt für die Erreichung einer erdnahen Umlaufbahn beibringen. Du kannst nicht einfach 160 Kilometer erreichen, den Satelliten abwerfen und das war's. Dann würde der Satellit einfach wieder auf die Erde plumpsen, wegen der Schwerkraft. Verstehst du? Wer glaubt denn schon an Schwerkraft? Junge, du stehst auf dem Planeten. Schwerkraft, da war was. Damit ein Satellit im Weltall bleibt, muss er auch eine sehr hohe horizontale Geschwindigkeit erreichen. Auch dann fällt er noch, aber praktisch von der Erde weg. Eher an der Erde vorbei. Nicht weg, weil dann fliegt der woanders hin, aber er fliegt vorbei. Und dann... Da die Erde daran zieht, entsteht eine kurvenförmige Bewegung, die wiederum eine Umlaufbahn ergibt. Ich hasse meinen Job, genau. Beginnen wir mit dem Treibstoff. Oh, bin richtig aufgeregt. Willst du wissenschaftliche Erklärungen oder gleich ans Eingemachte? Ich glaube... mit Erklärung bitte. Bitte erläutere das genauer. Okay, was willst du jetzt? Nee, ich will es ans Eingemachte. Holy shit, okay, ich habe einen... Stopp. Okay, ich fasse mich kurz. Sauerstoff stellt sicher, dass dein Triebwerk mehr Leistung liefert. Du musst ihn mit Treibstoff mischen. Ich habe ein paar neue Teile für dich. N2O-Tank, aha, und einen Sauerstoffinjektor. Du kannst den Injektor verwenden, um das Rohr deines Tanks mit dem Rohr dieses... Oxidationsmittel zu kombinieren. Ziehe dann ein Rohr mit Injektor zum Trieb. Klingt simpel. Viel Glück. Okay. Ich würde sagen, just do it. Fähigkeitsnachweis. Da müssen wir 160 Kilometer erreichen und eine Geschwindigkeit von 7,8 Kilometer pro Sekunde. Und hier sollen wir das einfach testen. Okay. Ziel setzen. Wir nehmen unsere typische alte Holzkonstruktion, weil die hat ja immer super funktioniert. So, und bauen einfach so die 0815-Rakete, würde ich sagen. Und schauen mal, ob es ausreicht. So. Wir brauchen natürlich unser Triebwerk. Wo sind die Sachen? Was ist das hier? NSA. Das sind dieselben Teile, bloß ein bisschen dicker. Ich hoffe, dafür kriegen wir noch eine Umhüllung irgendwann. Was ist das? Das ist ein riesen... ist das ein großer Fuß. Wir brauchen jetzt aber unsere Triebwerke. Wir nehmen unser gutes Riesentriebwerk hier. Obwohl das vielleicht doch ein bisschen übertrieben ist auch, ne? Aber... Nehmen wir jetzt hier den Treibstoff. Ah, der ist zu groß, der ist zu groß. Wir müssen jetzt gucken, dass wir... N2 Sauerstoff. Oh Gott, also ich brauche ein zweites Teil. Holz, haben wir noch ein kurzes Teil davon? Nee, aber dann können wir das Ding so machen. Die zwei Teile hier raus noch. Wir drehen das Ganze jetzt auf den Kopf. So.
So, und dann brauchen wir natürlich die Pumpen und Verbindungsteile. Jetzt haben wir hier den Injektor. Den drehen wir jetzt um und drunter tun wir jetzt uns noch die Pumpe setzen. Und dann sollte das hoffentlich passen. Setzen wir unsere Kabel. Da geht das Gemisch rein. Ich finde es cool, dass sie es so schön farblich gemacht haben mit Sauerstoff und Treibstoff und dem Gemix. Das ist auf jeden Fall fein. Dann würde ich sagen, bauen wir die mal. Komplexität 88. Oh, geht doch. Sie wird natürlich hoch. Und dann schauen wir, was die kann. Also ich würde sagen, 3, 2, 1. Hui! Und weg ist sie. Wir brauchen mehr Treibstoff. Der Sauerstoff hält doppelt so lang. An Bordkamera haben wir auch schon. Wie schnell sind wir? Ein bisschen über 2 Kilometer pro... Ne, 2000 km. Okay. Das kann natürlich auch funktionieren. Wir sind schon auf 10 Kilometer. Wo wollen wir denn hin? Into the stars. There we fly. Kommen wir auch irgendwann wieder nach unten? Oder geht das jetzt noch nach oben? Ich habe noch Sauerstoff im Tank. Das kann natürlich jetzt dauern. Und kippen und bergab. Ich bin mal gespannt, wie hoch wir wirklich jetzt dann kommen. Ob diese Folge oder diese Woche, in der Woche, in den Folgen dieser Woche, wir es bereits schaffen, in den Weltraum zu gelangen und unseren ersten Satelliten vielleicht schon nächste Woche zu deployen. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr spannendes. Heute haben wir auf jeden Fall viel Text gehabt. Das kann man nicht verneinen. Das war wirklich viel, was Racen da erklärt hat. Aber er hat ja auch recht. Sauerstoff und Treibstoff muss gemixt werden, damit das überhaupt funktioniert. Weil wie willst du im Weltraum ein Triebwerk zünden ohne Sauerstoff? Da geht es dann rein theoretisch dann nur noch über Druck, den du erzeugen kannst. Aber dafür brauchst du auch Sauerstoff. Und das war die Rakete. Soll ich sagen, was haben wir? Seltene Texterungen. Instabiler Flugwinkel aufgrund mangelnder Flossenstärke für Schubstärke. Video hochladen. Flugzeug professionell, Lauf, Racen. Würde ich mal so lassen. Dann laden wir es mal hoch, schauen wir, was da rauskommt. Ne? Mega Kombination will hoch hinaus und Kombination clever. 900.000, 6.000 neue. Ui! Erreicht, okay. Rebell. Das ging schnell. Und war unerwartet. Sauerstoff, nett. Sauerstoff, never new rockets briefed. 3 neue Nachrichten. Okay. Du bist zu den Rebellen gegangen, Was ist los? Ich meine, natürlich nicht, ich finde das klasse. Ja. Bewegung werden nochmal ein paar Schuhe. Ein Hoch auf dich. Glückwunsch. Na dann, danke. Ich habe etwas für deine Feier für dich. Genau das Richtige für einen echten. Viel Spaß damit. Sprühdose. Das ist die Rakete, Stufenrakete. Klingt interessant. Und da bist du bei mir natürlich an der richtigen Adresse. Ich weiß, wie man die Teile sammelt. Daher weiß ich auch, wie man sie wieder auseinanderfallen lässt. Weißt du denn überhaupt, was eine Stufenrakete ist? Ja, weiß ich. Lass es mich raten. Du bist ein NASA-Fan. Die sind zumindest am besten darin, gebrauchte Treibstofftanks während des Fluges abzuwerfen. Aber jetzt willst du natürlich wissen, wie du das selbst einbauen kannst. Genau. Der billige von damals, der ist ja von Razen, der ist ein bisschen bulkig groß. Da müssen wir Schritt für Schritt vorgehen. Okay. Also das hier ist ein Tor. Bitte was? Ein Verbindungsteil, mit dem du den Treibstofffluss timen kannst. Aha. Verstanden. Oh Gott, das wird echt nur Text. Ja, aber wie du auch wissen, wie man verwendet, also spitz die Lausche. Das ist vielleicht jetzt doch wichtig. Verbinde dieses Teil mit einem Rohr zwischen
einem Treibstofftank und einem Triebwerk. In dem Teileinstellung kannst du konfigurieren, wann das Tor ausgelöst werden soll. Sobald du es dann auslöst, fließt der Treibstoff. Endlich! Ich kann zweistufige Raketen bauen, weil ich kann Teile abkoppeln und den nächsten Triebwerk zünden. Yes! Natürlich, ich gebe auch eine gute Klärung. Ich bin bereit. Bitte bau mir eine Rakete mit zwei Tanks. Nutze nur einen davon für den Start. Nutze das Tor, um den zweiten während des Fluges zu starten. Und zwar erst, wenn der erste leer ist. Kapiert? Sicher. Jetzt gibt's was für Pumpen. Nice. Wie geht's mit der Pumpe? Gibt's schon was Neues? Vielen Dank. Ich bemühe mich mit angemessenen Finanzierung. Ist das nicht so einfach? Ich bin mir sicher, dass er ganz toll ist. Wirklich sehr nett, aber ich hab, dass du mich auslachst, wenn du die Pumpe siehst, werde ich nicht versprochen. Eine Laubbläserpumpe. Okay, das habe ich jetzt echt nicht erwartet. Das sieht beeindruckend aus. Danke, sehr nett von dir, Brian. Es ist aber leider noch gar nicht. Tests helfen. Das wäre prima. Ich habe bereits einen Rekord für die erste Einheit. Okay, also haben wir wieder einen Rekord zu brechen. Was wäre mit Sauerstoff? Ich habe entzückt zu sehen, dass du Fortschritte in der machst. Du hast sogar einen Rang erreicht. Sieh mal eine an. Jetzt kannst du allen zeigen, was du anerkanntes Mitglied bist. Alter, so viel Text. Du nimmst mich auf den Arm, oder? Ich... Was? Gesetz zu einer Webseite, deren Namen nicht genannt werden sollen, aber dein Essen hat auch Einfluss. Du verdienst viel mehr Respekt von den anderen Mitgliedern. Geld wäre mir lieber als Präsident. Kann ich nichts kaufen. Das ist Respekt, na klar. Tu das nicht so ab. Es wurden schon Weltkriege losgetreten, weil es an Respekt gefehlt hat. Aber das ist eben die Realität des freien Internets. Hier geht es nicht ums Geld, das ist das Schöne daran. Du hast wahrscheinlich recht. Holy shit. Glockenförmiges Triebwerk? Sphärische Triebstofftank? Sauerstofftank? Mag dir kein Geld einbringen, aber mit etwas Glück bringt es dir ein paar Raketenteile extra ein. Wie jetzt zum Beispiel. Das ist cool. Jetzt haben wir wieder richtig viele Aufgaben für die nächsten Folgen dann. Als bist du Teil der nächsten Bewegung, sondern hast einen offiziellen Rang. Spitze. Wie du bemerkt hast, haben wir das Rangsystem aus übernommen. Warum sollten wir das Rad neu erfinden, nicht wahr? Ränge sind ein einfaches Mittel, um die User zu interagieren. Ich schlage also vor, dass du sie zu deinem Vorteil nutzt. Ich freue mich schon, den Rang aufzusteigen. Alter. Internet gefällt mir, du hast perfekt eine Crew. Vergiss nicht den richtigen Text. Upload genau. Wir sind Aktivist. Hier schon. Aktivist kommt revolutionär. Gut, okay. Bevor die Folge vorbei ist, kommt auf jeden Fall noch kleine Pumpe. Kleine Pumpe? Okay. Öffne das Tor. Bau mindestens drei Treibstofftanks ein, verwende nur ein Triebwerk, bau ein Tor ein. Das können wir noch heute noch machen. Bedeutet, wir bauen einfach mal so eine kleine PFC. Warte mal, wie groß ist das Teil? Bevor ich hier irgendwas mache. Ich find gerade das da faszinierend. Das ist, würde ich aber eher sagen, oben, das müsste unten dann hin. Okay, ich wollte eigentlich gucken, wie groß dieses Teil ist. Und ob das in so ein PFC-Ding reinpasst. Das wird ein bisschen eng. Oder wir machen einfach eine kleine Holzrakete. Können wir da irgendwie was schrauben? Hat er eine Höhenantwort? Nee, hat er auch nicht. Dann nehmen wir doch die neuen NSA-Teile, oder? Einfach zum Lernen. Ist das doch eine gute Grundlage, würde ich sagen.
Dann tun wir unten Triebwerke dran. Triebwerk. Und dann brauchen wir natürlich noch Treibstoff. Na, dann nehmen wir zwei kleinere Tanks einfach. Weit fliegen muss es ja nicht. Und dann brauchen wir noch ein Verbindungsstück. Dann drehen wir dich einfach um. Achso, da ist noch ein Tank. Ja, der sollte vielleicht weg, ne? So. Und ich kann Wetten auslösen. Ach, den muss ich timen. Nach 5 Sekunden. Kein Auslösen. Ah, es gibt Buchstaben. Cool. Nach 1. Gut, in Ordnung. Ich kann es auswählen. Das ist ja noch geiler. Also du löst aus, wenn ich die 1 drücke. Gut. Dann würde ich sagen, bauen. Schau mal, was das jetzt wird. Hier mal zum Start. Und 3, 2, 1. Es hebt ab. Und katastrophal. Aber wir haben den Test bewiesen, dass das funktioniert. Wir haben alles in Sicherheit gelassen. Alles am Boden. Dann laden wir es hoch mit seltenem Text. Für eine Gipfelhöhe von 7 Metern gibt's Glück. Rohr, Schrott, Knopf und Tor. Dann laden wir es noch hoch. So lernen wir auch unsere Text hoffentlich kennen. Super Kombination clever. Das ist doch schon mal ein Anfang. 23 neue Follower. Und schon wieder 4 neue Texte. Wollt ihr mich verarschen? Wie soll ich denn da hinterherkommen? Stufenrakete, gefällte Raketensteuerung, bessere Pumpe. Okay, Leute, aber ich würde sagen, wir lesen uns die Texte beim nächsten Mal durch. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.